Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einen Shop vorstellen, wo ich sehr gerne meine Mängelexemplare kaufe. Die gängigen Anbieter für Mängelexemplare kennt ihr vermutlich schon, und zwar Avell oder Tchibo. Und ja, dort bestelle ich natürlich auch ab und zu und da bin ich auch jedes Mal sehr zufrieden. Ich möchte euch aber heute einen Shop vorstellen, bei dem ich jetzt schon das vierte Mal bestellt habe und ich euch diesen Shop wirklich nur ans Herz legen kann, denn sie hat öfters mal Bücher, die Avell oder auch Tchibo nicht hat. Und das ist eben auch für mich das Besondere an ihrem Shop, dass A, die Bücher in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand sind, ein super schneller Versand erfolgt und natürlich auch es Bücher gibt, die ich bei Avell oder bei Tchibo nicht kriege. Dieses Video ist nicht bezahlt. Ich habe alle Bücher selbst gekauft und ich mache das einfach aus dem Grund, weil durch Corona natürlich alles ein bisschen schwieriger ist. Und das ist eine One-Woman-Show und sie macht das alles alleine, sie verpackt alles alleine und sie geht normalerweise auf Märkte und stellt da eben ihre Bücher zum Verkauf aus. Und das fällt natürlich in der jetzigen Zeit einfach flach. Und das finde ich total schade, denn solche One-Woman-Shows, solche kleinen Unternehmen, solche kleinen Shops, finde ich, müssen einfach überleben. Und ich hoffe, ich kann mit diesem Video ein bisschen dazu beitragen, dass eben ein Shop hier überlebt während dieser Zeit. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt mein Päckchen aufgehoben. Das steht hier, ihr seht schon so ein bisschen am Rand. Ich habe es schon mal aufgemacht. Es ist unheimlich schwer. Ich habe nur Hardcover gekauft und es ist, wie gesagt, unheimlich schwer. Es wiegt fast 10 Kilo und ich bin unheimlich dankbar, dass ich ja, euch diese Bücher jetzt zeigen kann und dass der Versand so schnell geklappt hat und dass ich so viele tolle Bücher kaufen konnte, die ich eben bei Avell und Tchibo nie erwischt habe. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was in meinem Paket ist. Ich habe jetzt so ein bisschen das Verpackungsmaterial weg und als erstes ist mir ihr eine Karte entgegengeflogen, die auch auf mich gewidmet ist. Die ist echt wunderschön, die Karte. Also vielen Dank an dich, Stefanie, für diese Karte. Und ja, ich sehe schon, ich bin so begeistert. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Kennt ihr das? Dieses Gefühl, neue Bücher auspacken zu können, es ist gigantisch. Okay, ich muss mich kurz mal sammeln und muss mal überlegen, wie ich anfange. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Bücher einfach mal aus dem Karton zu holen, damit ich hier nicht die ganze Zeit rumrascheln muss. Und ja, ich bin jetzt halt hier voller Bücher. Es ist Wahnsinn. Oh Gott, ich bin so glücklich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen fange ich einfach an, was hier als erstes liegt. Und zwar haben wir hier einmal die Duftapotheke. Und zwar einmal dieses hier und dann einmal dieses hier. Das ist Band 3 und 4. Und ja, ihr wisst ja aus meinen anderen Videos, ich weiß nicht, ob die vorher online gekommen sind oder ob die noch online kommen, dass ich momentan ein absolutes Fangirl bin, was die Duftapotheke angeht. Und sie hatte tatsächlich diese Bücher als Mängelexemplare da. Und ich muss tatsächlich sagen, es sind fast keine Mängel vorhanden. Außer der Stempel und der Stempel. Ich sehe ansonsten wirklich überhaupt keine anderen Mängel, außer vielleicht eine ganz kleine Delle hier unten am Buchschnitt. Das war es aber dann tatsächlich auch schon. Also ich bin wahnsinnig begeistert von diesem, ja, also von dem Zustand einfach. Wahnsinnig gut. Und was das Beste an der ganzen Sache ist, ich habe die Bücher jetzt schon länger gesucht bei Avell oder halt auch bei Tchibo. Und auch bei Gebraucht, also auch Gebraucht habe ich gesucht bei eBay Kleinanzeigen. Allerdings habe ich da die Bücher nie für einen vernünftigen Preis gefunden, geschweige denn überhaupt gefunden. Und ja, ich bin unheimlich glücklich, dass ich diese Bücher jetzt mein eigen nennen darf. Ja, weiter geht es mit, ja, mit diesen Büchern. Machen wir mit diesen Büchern weiter. Und zwar ist das einmal der Teil 1. Und zwar Cursed Love, Gods of Ivy Hall von Alana Falk aus dem Ravensburger Verlag. Dieses Buch hat offensichtlich auch nur eine Delle hier unten und ansonsten den Stempel
Und das war's tatsächlich. Der Einband ist nicht eingerissen oder so. Schaut wirklich richtig, richtig gut aus. Und dieses Buch habe ich schon länger gesucht und jetzt tatsächlich auch gefunden und tatsächlich auch Band 2 gleich mitergattert, nämlich Lost Love. Das ist der zweite Teil, wie gesagt. Und auch der hat meiner Meinung nach nichts, außer eine kleine Delle hier unten und den Stempel. Ansonsten schauen die Bücher aus wie neu und ich bin unheimlich glücklich, die jetzt zu haben und freue mich da sehr auf die Geschichte. Als nächstes machen wir weiter mit einer kompletten Reihe, die ich bei ihr ergattern konnte. Und ich bin so, so glücklich, dass ich die bei ihr gefunden habe. Denn bei Avell und bei Chibo war ich leider erfolglos mit meiner Suche. Aber sie hatte wirklich alle Teile da. Die Rede ist von Woodwalkers. Das ist auch eine Kinderbuchreihe, soweit ich mich entsinnen kann. Und ich wollte die unbedingt haben, weil ich momentan, wie gesagt, so auf meinen Kinderbuch-Jugendbuch-Trip bin. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Teil ist. Aber letztendlich schauen die Bücher alle wirklich wunderbar aus. Die haben allerhöchstens eine Delle hier unten. Und das war's. Und das sind wirklich einmal komplett alle 6 Teile, die ich da bei ihr kaufen konnte. Und das freut mich besonders, weil einfach ich es hasse, so nach und nach kaufen zu müssen. Besonders wenn ich weiß, ich möchte die Reihe komplett haben und lesen. Und wenn ich weiß, es sind schon 6 Teile draußen, was gibt's Besseres, wenn man alle Teile auf einen Schlag kaufen kann, oder? Also mega, mega gut. Die Bücher schauen alle aus wie neu. Das Einzige, was ich wirklich jetzt erkennen kann, ist wirklich so eine kleine Delle unten am Cover. Und halt, wie gesagt, der Stempel. Ansonsten haben die Bücher gar nichts. Die Bücher sind wahnsinnig gut. Also die schauen aus. Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht so auch im Thalia gekauft hätte, weil mir die Delle vermutlich bei manchen Büchern gar nicht erst aufgefallen wäre. Ich bin gerade total fasziniert. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 3 Büchern. Und auch die ist fast komplett, diese Reihe. Da fehlt jetzt nur noch Band 4. Und zwar Seawalkers. Und auch hier das gleiche Spiel. Diese Bücher haben nichts. Außer eine Delle hier unten. Und das war's. Ansonsten haben diese Bücher keine Mängel. Ich bin total fasziniert. Und wie gesagt, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt, was so Mängelexemplare angeht, also bei Avell oder Chibo oder so, dann wisst ihr ja auch, dass solche Bücher es da selten reinschaffen. Und klar, es gibt auch bei Avell andere Bücher, die es jetzt bei Stefanie nicht gibt, aber diese Bücher habe ich jetzt schon so lange gesucht und nirgends gefunden, bei keiner Mängelexemplarseite. Und auch gebraucht waren die noch so teuer, dass ich dann immer gesagt habe, nee, echt nicht. Und jetzt konnte ich die für einen unschlagbaren Preis ergattern. Ich bin echt total froh. Ja, ihr merkt vielleicht gerade, dass ich wirklich sprachlos bin, weil ich tatsächlich nicht mit so einem guten Zustand gerechnet habe. Ich habe zwar schon 2-3 Mal bei ihr bestellt und auch da war der Zustand wirklich gut, aber ich habe diese Kinderbücher wirklich noch bei keinem Mängelexemplar-Shop gesehen und dachte mir so, oh je, mal gucken, wie der Zustand sein wird. Aber Leute, dieser Zustand ist Wahnsinn. Das ist, mir fehlen tatsächlich die Worte. Ja, also wenn ihr Mängelexemplare shoppen wollt, wenn ihr Bücher shoppen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ich verlinke ihre Instagram-Seite unten in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir die Bücher selber gekauft bei ihr und ich mache auch nicht im Auftrag Werbung. Ich mache Werbung für ihren Shop, weil es mir ein Anliegen ist, euch diesen Shop mal vorzustellen und einfach mal zu sagen, hey, ihr kriegt auch noch woanders Mängelexemplare her, außerhalb von Avell und Chibo. Und Wahnsinn, ich bin so, so dankbar, dass ich diese Bücher hab kaufen können. Wirklich, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich kann es euch gar nicht in Worte fassen. Und
Wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, wenn ihr Kinderbücher oder Jugendbücher mögt. Es ist nicht so viel New Adult bei ihr, aber bei Kinderbüchern und Jugendbüchern seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und sie verschickt erstens total schnell. Die Preise sind wirklich richtig, richtig gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da großartig was sagen darf zu den Preisen, ob man das so macht, aber who cares? Also für so ein Kinderbuch habe ich jetzt 7 oder 7,50 Euro gezahlt. Neupreis ist hier 12,99 oder 14 Euro. Und die Bücher von Alana Falk, also diese hier, kosten neu 18,99 und ich habe 10 Euro dafür gezahlt. Also ich muss tatsächlich sagen, vom Preis her, von der Versandart, also ich kann wirklich nicht meckern. Also ich finde nichts, was hier irgendwie nicht passt. Und ja, darüber freue ich mich natürlich jetzt umso mehr, dass das natürlich jetzt hier auch eine super Ausbeute ist und alles so perfekt ist. Und ja, somit beende ich jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir mal Kommentare da, wo ihr eure Mängelexemplare immer kauft. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald.